Du hast dieses Jahr Prinz Harry in deiner Sendung gehabt, aber war für dich auch schon ein besonderer Moment? Wir durften Prinz Harry nur ganz kurz sehen, 3:30 Minuten durften wir ihm kurz erklären, was es mit der Torwand auf sich hat. Er hat jetzt einen Mainz 05-Schal, das weißt das du, hast, ne? Ja, weil du keinen Nationaltrikot, du hast erzählt, ich ziehe mir jetzt einen Nationaltrikot an, dann hast du keinen Skype. Du musst dich vorbereiten, wenn du so einen Gag machst. Ja, das war aber, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war spontan. Nee. Er sagt zu mir, was passiert denn, wenn ich null mal treffe? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn sie nicht treffen, dann müssen sie ein Deutschland-Trikot anziehen. Und dann überlegt er, okay, Deal. Und dann sagt er, ja. Und dann denke ich so, scheiße, wir haben überhaupt kein Deutschland-Trikot hier. Und ich drehe mich so um und oben links saß eine Frau, eine junge Frau mit einem Deutschland-Trikot. Und dann dachte ich, okay, das wäre der Skandal schlechthin. Genau. Die kommt runter, zieht der Trikot. Und dann sagt der Regisseur, hinter dir sitzt der Oberbürgermeister von Mainz, Nino Hase. Der hat einen Mainz 05-Schal um. Und dann dachte ich, okay, wenn kein Eintracht-Trikot zur Hand ist, dann kriegt er halt den 05-Schal.